Na los, los, kommen Sie mit rauf. Was denn, hier wohnen Sie in einem Hotel? Ich habe gesagt, dass ich im Hotel wohne. Ich habe auch was zu trinken da. Aha, zu trinken? Ja, was Sie wollen. Das hört sich gut an. Menschenskind, das kostet doch ein Heidengeld. Nicht so schlimm, ich kann es noch bezahlen. Kommen Sie, kommen Sie. So, kommen Sie rein. Ja. Machen Sie es bequem. Warten Sie mal, ich zeige Ihnen gleich, wo die Flaschen stehen. Alles da. Sie haben aber eine Menge Zeugs da. Ja, da geht Ihnen das Herz drauf, was? Ja. Na ja, machen Sie mal ganz, als wenn Sie zu Hause wären. Dankeschön. Warte, ich mach mal ein bisschen Musik. So. Ach ja, ich muss noch einen Moment weg. Komme gleich wieder. Sie können mir einen Gefallen tun, wenn das Telefon klingelt. Dann gehen Sie ran, sagen Sie, Sie wollen nicht gestört werden und hängen wieder auf. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ja. Machen Sie sich gemütlich. Ja. Darf ich mal sehen? Zunächst darf ich mal sehen. Wollen Sie nachzählen? Das soll hinkommen. Und nun das Ihre, bitte. Wenn Sie einen Augenblick warten wollen. Wenn Sie das gewusst hätten, das. Wie lange ist denn das schon her? Ungefähr eine Woche. Ich habe einfach gesagt, heben Sie mir das auf. Kompliment. Danke. Darf ich reinsehen? Bitte. Nicht schlecht, was? Sie machen trotzdem einen großen Fehler. Den größten Ihres Lebens. Ich mache das größte Geschäft meines Lebens. Noch können Sie mir den Koffer zurückgeben. Würde das jetzt noch irgendetwas ändern? Das sehen Sie. Sie können mir nichts tun, jedenfalls nicht hier, zu vielen Leuten. Muss ich rückwärts gehen? Nein. Danke. Tut mir leid, ich habe mir alles genau überlegt. Guten Abend, Herr Koller. Guten Abend. Ihr Schlüssel ist... Nein, danke, danke. Ich habe ihn oben stecken lassen.
und nahm die Sander 130. Bitte. Guten Morgen, meine Herren. Morgen. Grüß dich. Morgen. Das Zimmermädchen hat ihn heute früh gefunden. Mit zwei Einschüssen im Rücken. Wann war die Tat, Herr Doktor? Vor circa 12 Stunden. Ja, aber das Eigenartige ist, er hat das Zimmer gar nicht gemietet. Sondern gemeldet ist ein gewisser Koller. Wiederschauen, Herr. Wiedersehen. Wiederschauen, Doktor. Wer ist das? Ja, unbekannt. Niemand kennt ihn, niemand hat ihn vorher gesehen. Nichts in den Taschen, Etiketten in der Kleidung nichts, oder sowas? Nichts, nicht mal ein Taschentuch. Wer hat das Zimmer gemietet? Ja, können wir nochmal das Anmeldeformular sehen, bitte? Koller Josef, geboren 1910 in Prag, aber hat ansonsten keine Angaben gemacht. Bei Wohnort und Strich und bei Beruf. Tut mir leid, dass die Anmeldung nicht vollständig ist. Ja, schon gut. Wann haben Sie Koller das letzte Mal gesehen? Gestern Abend, gegen 20 Uhr. Er kam rein und ging gleich auf sein Zimmer. Ja, irgendwas auffällig an ihm, oder? Nein, nichts. Gar nichts. Mhm. Jetzt weiß auch niemand, wann er das Hotel verlassen hat. Das Auto steht noch vor der Tür, ein Leihwagen. Kleidung, persönliche Sachen, Waschzeug oder sowas. Alles noch da. Okay. Seit wann wohnt der Koller bei Ihnen? Seit 14 Tagen. Ein ganz ruhiger, ein unauffälliger Mieter. Hat er mal davon gesprochen, was er in München macht? Nein. Hat er Besuche bekommen? Nicht, dass ich wüsste. Bekam er Post, Anrufe, haben Sie Gespräche notiert? Wir notieren nur Ferngespräche. Die hat er nicht geführt. Ja. Sie müssen ihn noch für die Verhandlung beschreiben. Kleidung aussehen, ja? Ja, gerne. Entschuldigen Sie. Ja, ja. Hotel Bender. Guten Tag. Herr Koller? Moment bitte. Ja? Nein, hier ist nicht Koller, hier ist die Kriminalpolizei. Oberinspektor Derrick, wer ist am Apparat? Mein Name ist Schindler. Ich wollte mit Herrn Koller sprechen. Was wollen Sie von Herrn Koller? Wo sind Sie? Ja, kann ich Sie dort sprechen? Wie heißt das Café? Ja, ich kenn's. Ich kann in 20 Minuten da sein. Moment, Moment. Wie erkenne ich Sie? Pudel, Helgau, ja. Danke sehr. Guten
Guten Tag. Sie sind, Ja. Entschuldigung, ich habe Ihren Namen vergessen. Derek. Oberinspektor. Bitte holen Sie Katzen. Vielen Dank, Herr Freund. Ja, was ist denn nun eigentlich passiert? Ja, das ist schwer zu sagen noch. Der, im Zimmer, im Hotelzimmer von Koller, da ist ein Toter gefunden worden. Ein Toter? Ja, Koller ist weg. Weg, der ist verschwunden. In seinem Zimmer? Ja. Ja, und glauben Sie denn, dass... Ich weiß nicht. Wie lange kennen Sie denn, Herr Koller? Ja, ungefähr so 10 Tagen. Ja. Wir haben uns hier kennengelernt, hier im Café. Genau an diesem Tisch. Nein. Es war eine interessante Begegnung für mich. Ich komme aus Tunis. Ah, Entschuldigung. Übrigens, dasselbe, Kaffee nicht. Dankeschön. Bitte. Ich lebe seit vielen Jahren in Tunis und habe dort ein kleines Strandhotel. Das möchte ich vergrößern. Bin nach München gekommen, um Kapital aufzureißen. Und Koller wollte sich beteiligen. Am Umbau Ihres Hotels? Ja, er sprach von 500.000. Das war eine Menge Geld, was? Er sagte, er sei dabei, ein größeres Geschäft abzuwerfen. Sie wissen nicht, um was für ein Geschäft es sich da handelt? Nein. Da keine Andeutung gemacht oder sowas? Nein, nein. Von wo kam er? Aus Hamburg. Hamburg? Oder Wien? Hm. Ich bin überfragt. Er sprach von vielen Städten und Ländern. Er gab sich während Weltreisen. Ach so. Ja, nun ist er verschwunden und... Und ein Toter liegt in seinem Zimmer? Nee, nun nicht mehr. Nun liegt er im Gerichtsmedizinischen. Aber ist noch nicht identifiziert. Ist ein Mann, der ungefähr im gleichen Alter wie Koller ist und, ja, der auch die gleiche Statur hat. Aber das sagen die Angestellten im Hotel. Tja, wenn ich Ihnen da nur helfen könnte. Das wäre nett. Ja, wie sah er denn aus? Ich meine, vielleicht habe ich ihn ja gesehen hier im Café oder so. Wenn Sie wollen, dass ich. Ja, natürlich. Ich bin ja für jeden Hinweis dankbar. Ich möchte dann gleich zahlen. Ja. Ich auch, bitte. Ach, bitte warten Sie noch einen Augenblick. Ich rufe nur mein Büro an, ja? Natürlich, gerne. Ich komme jetzt mit dem Harry. Und schauen dir gut an. Bitte. Ein bedrückender Ort. Sie sind sich ja sowas gewöhnt. Man gewöhnt sich nie daran. Kenne ich nicht. Hab ich nie gesehen. Können wir jetzt... Naja, ist gut. Danke. Schönen Dank. Danke. Ja, es tut mir leid, dass ich kein Licht in die Sache bringen konnte. Aber was ist jetzt mit Koller? Komm jetzt. Ich meine, ich muss doch das Geschäft das mit dem Vorrat nicht verloren geben, oder? Mhm. Zweifellos lebt er doch. Ja, vielleicht meldet er sich bei mir. Wo wohnen Sie denn? In der Pension Schwabe, in der Kaulbachstraße. Sie können mich dort jederzeit erreichen oder eine Nachricht hinterlassen. Vielleicht wäre es ohnehin gut, wenn Sie mich auf dem Laufenden haben. Komm, schick. Sagen Sie, ist das eigentlich Ihr Hund? Diese Zulieferung? Eine deutsche Hundemarke. Man merkt, dass man bei der Polizei ist. Ah, ja. Ich bin nach Deutschland gekommen, um einen Geldgeber zu suchen und einen Hund zu kaufen. Brauchen Sie mich noch? Nein. Ich fahre Sie in die Stadt zurück. Ist nicht nötig, danke. Ich glaube, wir beide laufen jetzt gerne ein bisschen. Komm, Schätze, komm. Ja, ich hab's verstanden, danke. Seit 14 Tagen wohnt er in der Pension Schwabing. Seit 14 Tagen ist ja auch Koller in München. Beide zur gleichen Zeit. Und dieser Schindler kommt tatsächlich aus Tunis? Ja, auf seiner Anmeldung steht Hotel Kaplan bei Béchateur. Und ich habe auch noch was. Den Hund hat er wirklich hier gekauft. In dieser Tierhandlung. Warum hat er sich mit mir getroffen? Was will er von uns? Ja.
Ich habe das Foto in der Zeitung gesehen und habe sofort gewusst, wer das war. Pöhlmann heißt er. Ich kenne ihn ziemlich genau, weil er eine Art Stammgast hier ist. Er kommt immer mal wieder. Eine Schnapsheule natürlich, bisschen arbeitsscheu, aber nicht bösartig. Ja, wann war das, als das letzte Mal hier war? Das war vor 3 Tagen. Moment, was ist denn hier? Ja, hier steht er. Von Montag auf Dienstag. Hat der Kumpel, gibt's irgendwelche Leute, die was über ihn aussagen können? Ganz bestimmt. Er hat ein Bett in der 12, da schlafen 6 Mann. Die kennen sich alle. In der Zeitung? Wieso steht er in der Zeitung? Weil er tot ist, deswegen. Höhle ist tot? Ja, das ist ein Foto, das man von ihm gemacht hat, als er tot war. Pöhlmann ist erschossen worden und die Herren sind von der Polizei. Ach so. Er war mit Pöhlmann befreundet? Ja, das kann man sagen. Ja, wann und wo haben Sie den Herrn Pöhlmann zum letzten Mal gesehen? Können Sie sich erinnern? Ja, das war da, wo wir das Essen kriegen. Und wo ist das? In der Münzstraße. Da gibt's eine Volksküche, da gehen Sie manchmal hin. War das in der Volksküche? Ja, da war es. Da wohl Fleisch drin ist. Ich sage dir, als Letzter musst du kommen. Da kriegst du, was unten ist. Und unten ist Fleisch. Wenn du zuerst kommst, da hast du nur die Suppe. Na, wenn schon. Das Fleisch ist ja sowieso zu zäh. Außerdem warte ich. Bist du wieder abgeholt? Na ja, das kann sein. Er hat gesagt, dass er mich abholt. Vielleicht heute Mittag. Aber er ist noch nicht da. Ich hab doch gesagt, vielleicht. Ja, hast du denn nicht gehört? Ja, ich hab gesagt, vielleicht. Hast du gesagt, vielleicht. Ja. Weil er keine Zeit hat. Der Mann ist beschäftigt. Ja, der hat zu tun. Aber wenn er Zeit hat, dann gehen wir essen. Und dann sage ich, wo ich essen will. Fragt er dich das? Was fragt er mich? Wo du essen willst. Aber das habe ich doch eben gesagt. Ich habe gesagt, er fragt mich, worauf ich denn heute Lust habe. Äußern Sie Ihre Wünsche. Äußern Sie Ihre Wünsche. Na, was gibt's denn da zu lachen? Das hört sich so komisch an. Also was ist denn nun daran komisch? Ja, das ist komisch. Warum nimmst du mich denn nicht mal mit? Weil er das nicht will. Da ist er. Na? Was habe ich gesagt? So. Und dem kannst du sagen, ich brauche ihr zähes Fleisch nicht. Ja, ja, geh schon, geh schon. Und dann ist er mit dem weggegangen. Und seitdem habe ich Pöhle nicht mehr gesehen. Können Sie den Mann beschreiben? Wissen Sie, was er von Ihrem Freund wollte? Na, wie war's? Wir wissen jetzt wenigstens, wer der Tote ist. Er ist Pöhlmann. Das ist ein Obdachloser. Koller hat ihn vom städtischen Wohnheim angesprochen. Um ihn zu erschießen? Nein, nein. Ich glaube nicht, dass Koller den Mann umgebracht hat. Dank dir. Bitte. Also, wie es jetzt aussieht, hat Koller jemand gesucht, der seine Rolle übernimmt. Bei seiner Erschießung. Was? Ja, das ist eine ziemlich verrückte Sache. Das macht Schindler. Er wird von uns dauernd überwacht. Aber der verlässt seine Pension nur, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Herr Schindler? Ja. Besuch für Sie, Herr Schindler. Besuch für mich? Hm? Ach, das habe ich mir fast gedacht. Guten Tag, Herr Schindler. Guten Tag. Bitte kommen Sie rein. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Frau Gunther. Ja, na. Wer wird denn da bellen? Ja, bitte nehmen Sie doch Platz, meine Herren.
Gibt es was Neues? Haben Sie Koller gefunden? Nein. Aber wir wissen jetzt, wer der Tote ist. So, wer? Er ist ein Obdachloser, arbeitslos. Er heißt Pöhlmann. Pöhlmann? Der Name ist Ihnen unbekannt. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Vielen Dank. Und du bist jetzt friedlich, hm? Ganz, ganz brav bist du, Sergej. Hm? Ja, Arbeitsloser, Obdachloser und Koller. Was halten Sie davon? Tja, dass Koller für die Tat sehr wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Ja, haben Sie denn tatsächlich daran gedacht? Nein. Koller ist harmlos, ein älterer Mann. Auf mich macht er einen völlig harmlosen Eindruck. Fahren Sie nach ihm? Lassen Sie die Grenzen überwachen? Ja, ja, das läuft alles. Obwohl ich nicht glaube, dass er ins Ausland geht. Hm? Helfen Sie uns ruhig ein bisschen. Gern, aber wie? Das heißt, warten Sie. Er hat mir mal ganz beiläufig erzählt, dass er in München Verwandte habe. Das fällt mir jetzt gerade ein. Eine geschiedene Frau, seit ungefähr 20 Jahren geschieden. Und eine Tochter. Wissen Sie auch, wo die Frau wohnt? Nein, natürlich nicht. Es war, wie gesagt, ganz beiläufig. Das heißt, sie heißt jetzt... Bösenhaupt? Nein. Ungewöhnlicher Name. Das war der Grund, warum ich ihn behalten habe. Ja, den Namen hätte ich auch behalten. Der hält uns zum Narren, Harry. Der benutzt uns. Plötzlich hat er es für richtig gehalten, uns einen Hinweis auf eine geschiedene Frau zu geben. Und plötzlich, da fällt ihm auch der Name ein. Und wir sind auch noch darauf angewiesen. Ja, natürlich sind wir darauf angewiesen. Was wissen wir denn schon? Bei allen Nachforschungen, was haben wir schon erfahren? Dass er tatsächlich Besitzer eines Hotels in Tunis ist. Und? Es gibt eine Bösenhaupt. Ulrike, geboren in Prag. Frau Bösenhaupt, wir müssen bitte nach draußen kommen. Das ist gut. Ja, wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Vor 8 Tagen. Aha. Ja, hat er etwas angestellt? Ist ihm etwas passiert? Nun, er ist verschwunden und wir suchen ihn. Ja, er wohnt im Hotel. Ich kann Ihnen die Adresse geben. Aus dem Hotel ist er verschwunden. Und wird er abgereist? Ja, ich weiß nicht. Er hat seine Hotelrechnung nicht bezahlt. Dafür komme ich nicht auf. Ich bin seit 20 Jahren von ihm geschieden. Ich bin ja nicht wegen der Rechnung hier. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht, wo er sich aufhält. Nein, keine Ahnung. Ich habe 20 Jahre nicht gewusst, wo er ist und was er tut. Vor 8 Tagen stand er plötzlich vor meiner Wohnungstür. Ich habe ihn kaum erkannt. Was wollte er denn? Er wollte mich wiedersehen. Mich und seine Tochter. Ich sagte... Damit hast du dir sehr lange Zeit gelassen. Er wirkte irgendwie sentimental, was ich früher nie an ihm bemerkt habe. Haben Sie ihn in die Wohnung gelassen? Naja, was sollte ich tun? Außerdem wollte er seine Tochter sehen. Sie hat eine eigene Wohnung. Ich habe sie geholt. Mhm. War ein sehr eigenartiger Abend. Ja. Erzählen Sie doch mal. Tja, wissen Sie, 20 Jahre, die man sich nicht gesehen hat, die sind wie ein Graben, über den hinweg man sich nur sehr schwer verständigen kann. Wo ist er denn in den 20 Jahren gewesen? Das weiß ich nicht. Ach ja, ich glaube in Kanada, in USA, in Manila. Er hatte alle möglichen Berufe. Er war immer ein Abenteurer. Das Wort ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ich versuche, seine Einstellung zu erklären, die er zum Leben hat. Keine normale Einstellung. So, als ob das Leben ihm mehr schuldig sei als einem gewöhnlichen Menschen. Ja. Ja, was wollte er nun wirklich? Naja, ich sagte doch,
Es war Sentimentalität. Er wirkte etwas müde. Als ob er sein Leben lang gerannt und nirgendwo angekommen wäre. Das geht wohl vielen so. Aber Sie haben das sehr hübsch gesagt. Na, hübsch fand ich es nicht. Es war ein Abend mit einem hilflosen Mann, dem ich nicht helfen konnte. Wollte er denn helfen? Er wirkte wie jemand, der endlich Ruhe haben will, ohne zu wissen, was das ist. Wollte er bei Ihnen bleiben? Ja, es kann sein, dass er darauf gewartet hat, dass ich ihm einen solchen Vorschlag mache. Aber Sie haben ihn nicht gemacht? Nein. Mein zweiter Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Ich lebe allein und genieße es. Nein, einen solchen Vorschlag habe ich ihm nicht gemacht. Er übrigens auch nicht. Sonst noch etwas? Tja, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er darüber gesprochen hat. Er hat nicht gesagt, was er in München zu tun hat. Sprach über seine finanziellen Verhältnisse? Nein. Erwähnte er einen gewissen Schündler? Wer ist das? Das ist ein Hotelbesitzer in Tunis. Ihr Mann verhandelte mit ihm über eine Kapitalhilfe in Höhe von 500.000. Das soll wohl ein Witz sein. Sie wissen von keinem Geschäft, das Ihr Mann plante. Im Hotelzimmer Ihres Mannes ist ein Toter gefunden worden. Was? Mit 2 Kugeln im Rücken ermordet. Halten Sie meinen Mann für den Mörder? Hatte Ihr Mann Angst vor einem Anschlag? Vor einem Anschlag? Vor einem Mordanschlag. Nicht, dass ich wüsste. Der Tote, der im Zimmer Ihres Mannes gefunden worden ist, es ist ein Obdachloser, arbeitslos. Ihr Mann hat ihn auf der Straße kennengelernt. Er hat ungefähr das Alter, die Größe und auch die Statur Ihres Mannes. Ein gewisser Pöhlmann. Es könnte sein, dass dieser Pöhlmann anstelle Ihres Mannes erschossen worden ist. Dazu können Sie nichts sagen. Nein. Vormittags eine Stunde, nachmittags eine Stunde. Der Hund hat ein Leben. Ja, und passiert nichts, oder was? Ach was, stinklangweilig. Bist du in der frischen Luft? Kennen die sich? Sieht fast so aus. Tag, Kathi. Entschuldige, dass wir dich hier stören. Aber dieser Herr ist von der Kriminalpolizei. Guten Tag, Frau Koller. Er wollte dich unbedingt sprechen. Es dauert nicht lange. Worum geht es denn? Um Ihren Vater. Um meinen Vater? Mhm. Ist er noch in München? Er ist unter rätselhaften Umständen aus seinem Hotel verschwunden. Ich ziehe mich nur schnell um.
Darf ich reinkommen, Kaffee? Ja, komm rein. Verzeihung, platze ich hier irgendwo rein? Mein Vater ist verschwunden. Der Herr ist von der Kriminalpolizei. Verschwunden? Aus seinem Hotel. Soll ich rausgehen? Warum? Du kannst hierbleiben. Ja, natürlich, ich kann doch hierbleiben. Wie heißen Sie denn? Heinz Sass. Ich bin mit Kathi befreundet. Wir wohnen zusammen. Ah, ja. Entschuldige, Mama. Oh, schon gut. Also, um weiter über meinen Vater zu sprechen. Ich war 2 Jahre alt, als er verschwand und habe nicht die Spur einer Erinnerung. Tja, und jetzt ist er plötzlich aufgetaucht. Ich fiel aus allen Wolken. Er war ungeheuer gerührt. Ich nicht. Ich war eher verlegen. Irgendwie war ein Vater in Person in meinem Leben nie vorgesehen. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein verlorener Vater kam zurück. Jemand, der am Ende war. Völlig am Ende. Wissen Sie, was er wollte? Na, uns umarmen, uns küssen. Aber ich denke, er sucht einen Stuhl, um sich endlich irgendwo hinzusetzen. Ich habe es meiner Mutter schon gesagt. Ich habe mich auch schon entschuldigt dafür. Ich konnte einfach nichts mit ihm anfangen. Irgendwie ein unbegreiflicher Typ. Thank you.
Was ist mit der Wagennummer? Der Mann an Leihwagen gefahren, hat alle Papiere auf den Namen Kühn vorgezeigt. Er soll im Esplanat wohnen. Nein, nein, ist schon erledigt. Da wohnt kein Kühn, die Papiere sind falsch. Ja. Guten Tag, Herr Schindler. Danke, Oberinspektor. Kommen Sie rein. Danke. Er hatte mich etwas hingelegt. Nein. Mein Hund hat es gar nicht. Tagsüber schlafen. Ja, ja, na komm mal her. Ach Gott, ist der süß. Der Hund hat sein Herz verloren. Tja, mitsamt der Steiermark. Ich frage mich schon, ob ich es riskieren kann, mit ihm spazieren zu gehen. Was meinen Sie? Ich würde es riskieren. Ja, ich weiß nicht. Ehe man sich versieht, ist man festgenommen. Oh. Was gibt es Neues? Haben Sie Frau Koller ausfindig machen können? Ja, ich habe sie besucht. Was sagt sie? Wissen Sie, ich habe den Eindruck, als ob Koller zu seiner Frau zurückkehren wollte. Hat sie darüber etwas gesagt? Ja, sie hatte offenbar denselben Eindruck. Aber sie hat sein Angebot, wenn es überhaupt eins war, glatt abgelehnt. Abgelehnt? Ein Mann mit so viel Geld? Von Geld weiß sie nichts. Das halte ich nicht für glaubwürdig. Er muss ihr etwas erzählt haben über das Riesengeschäft, das er vorhatte, am Tag, an dem er verschwand. Am Tag, an dem er verschwand? Das ist neu. Habe ich ihm das nicht gesagt? Nein. Ja, am Tag, an dem er verschwand. Nachmittags. Den nächsten Morgen bringe ich ihm das Geld, sagte er. Bar. Bar? Das ist ja ganz neu. Ich wollte Ihnen damit nur sagen, die Frau muss etwas gewusst haben. Und wenn sie jetzt behauptet, dass sie nicht weiß, wo sich ihr Mann befindet, dann lügt sie. Sie haben mich nach dem Beruf meines Mannes gefragt. Er hat sein Leben lang für Nachrichtendienste gearbeitet. Er konnte sich nicht entschließen, dieses Leben und diese Art von Tätigkeit aufzugeben. Also habe ich ihn aufgegeben. Er war sehr intelligent, lebhaft, begabt, sprach mehrere Sprachen, hatte die besten Manieren. Ich erwähne das, weil der Mann, der vor 10 Tagen vor meiner Tür stand, mit dem Mann, den ich gekannt hatte, nichts mehr gemeinsam hatte. Ich habe ihn gar nicht erkannt. Ich sagte: Ja, bitte, was wollen Sie? Ulrike. Josef? Kann ich reinkommen? Ja, bitte. Er fragte mich, wie es mir geht, was ich mache. Er versuchte krampfhaft, alte Zeiten zu beschwören. Und er gab mir plötzlich recht. Er sagte: Hätte ich nur damals auf dich gehört. Was für ein Leben habe ich geführt. Es hat die Mühe nicht gelohnt. Das sagte er mehrmals. Sie pressen dich aus und werfen dich weg. Das ist das Ende, das sie einem bereiten. Und dann sprach er vom Geschäft. Ja, nein, das heißt nicht sofort. Er machte wie immer Umwege. Musst du immer noch arbeiten? Was bleibt mir übrig? Was verdienst du? Willst du meinen Gehaltsstreifen sehen? Wovon willst du leben später? Rente. Rente, nicht, dass ich schon höre, Rente. Im Alter muss man frei sein von finanziellen Sorgen. Bist du frei davon? Dir werden sie nicht meine Rente zahlen. Welcher Staat fühlt sich denn für dich verantwortlich? Ich werde meine eigenen Leute zwingen, mich zu bezahlen. Ulrike, ich habe was in der Hand, was Ihnen eine 500.000 wert ist. Es liegt an mir, was ich dafür verlange. Aber zahlen müssen Sie. Und deshalb möchte ich dir einen Vorschlag machen. Ich habe von den Tätigkeiten meines Mannes nie etwas gehalten und ich habe sie auch nicht verstanden. Aber so viel habe ich begriffen. Er hat Dokumente an sich gebracht, die er seinen Auftraggeber nicht abgeliefert hat und
die er sich noch einmal bezahlen lassen wollte. Er wollte sie erpressen. Und war damit in Lebensgefahr, nicht? Ja. Ja, er sagte, Sie haben mir schon jemanden ins Nebenzimmer gesetzt im Hotel und glauben, ich wüsste es nicht. Er sagte, Sie können mir nichts tun, weil Sie noch nicht haben, was Sie unbedingt von mir wollen. Nach über 20 Jahren kenne ich mein Geschäft und weiß, wann ich sicher bin und wann nicht. Und dann sagte er noch, für den Austausch Geld gegen Dokumente habe ich einen Ort ausgesucht, wo Sie mir nichts tun können. Aber von da ab werden Sie hinter mir her sein, wie der Teufel hinter der armen Seele. Und der Mann von nebenan, der soll mich erledigen und mir möglichst das Geld wieder abnehmen. Mein Gott, das ist doch ungeheuerlich, der hat jemand in sein Zimmer gesetzt. Irgendjemanden, weil er genau wusste, was passiert. Und weil er für sich selber Zeit gewinnen wollte. Also für mich ist das genauso, als habe er den Mord selber begangen. Frau Bösenhaupt, wo ist Ihr Mann? Wieso? Ich sagte doch, ich weiß es nicht. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Es ist gut. Sie müssen damit rechnen, dass die Leute, die an Ihren Mann ran wollen, das Haus überwachen. Ich glaube nicht, dass Sie auch noch einen Schritt unbeobachtet machen können. Nicht. Nicht ans Fenster gehen. Ja, glaubst du wirklich, dass die das Haus überwachen? Schindler wusste eher als wir, wo die Frau wohnt. Konnte sie nur nicht selbst fragen, hat er uns überlassen. Geheimdiensten. Wann hört man denn von denen? Doch nur, wenn es Pannen gibt. Aber die gibt's ja Gott sei Dank. Fahr noch nicht los. Traust dir nicht? Eine Wahrheitsfanatikerin ist sie nicht. Es mag richtig sein, dass sie nicht viel von ihrem Mann hält, aber was hält sie von einer 500.000? Sieh mal, der Wäschewagen da drüben. Ja, was ist damit? Der stand schon da, als wir ankamen. Und weit und breit ist keine Wäscherei. Wenn der ausliefert, müsste er längst fertig sein. Ja, vielleicht wohnt er da im Haus. Ja, kann natürlich sein. Ach, Geheimdienst, komm, fahr los. Moment. Sass? Haben wir da was übersehen? Ja, bitte? Wir möchten Frau Bösenhaupt sprechen. Ja, Frau. Moment. Warum verfolgen Sie mich? Welchen Grund haben Sie? Noch immer denselben. Wir haben uns in der Gymnastikschule kennengelernt. Sie sind mit der Tochter von Frau Bösenhaupt befreundet. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Sie wohnen mit Freund Koller zusammen? Ja. Ist sie nicht da? Sie hat noch Unterricht. Sie waren auch neulich Zeuge unserer Unterhaltung. Wissen Sie etwas von einem Geschäft, das Herr Koller vorhatte? Er hat keine Ahnung. Woher soll er das wissen? Ich habe nur mit meiner Tochter darüber gesprochen. Und Sie vielleicht mit ihm. Hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Ja, das ist... Ja, ich weiß davon. Wo ist Koller? Herrgott, Junge. Ja, ich muss Ihnen das erklären.
Ich entschuldige bitte. Jetzt ist es zu spät. Es war so, vor ungefähr einer Woche. Ich war alleine hier in der Wohnung, da klingelte es. Vor der Tür stand ein Mann. Ich kann nicht so sprechen. Ich meine, haben Sie 5 Minuten Zeit für mich? Mhm. Ja, ich weiß, Sie sind mit Kathi befreundet. Ja. Ja, mit meiner Tochter. Ich habe den dringenden Wunsch, Sie kennenzulernen. Wenn Sie gestatten, da kann ich reinkommen. Ja, ja, bitte. Sie haben gehört, dass ich zurückgekommen bin. Nach 20 Jahren, das hat man Ihnen doch sicher erzählt. Ja, ja, ich weiß. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Erlebnis ist. Für mich war, kann ich gar nicht beschreiben, welche Gefühle mich bewegt. Meine Frau wiederzusehen und meine Tochter. Sie müssen wissen, mein Leben ist nicht sehr geradlinig verlaufen. Das war alles. War immer ein furchtbares Durcheinander. Ich war immer in irgendwelchen Zwangslagen, wissen Sie. Da konnte ich nicht. Das muss man bedenken, ehe man den Stab bricht. Er sprach ununterbrochen, aber was er sagte, das hat mich beeindruckt. Das gebe ich zu. Bleib nicht auf halbem Weg stehen. Er sprach von 500.000, nicht? Ja. Er nannte es ein Geschäft. Ein ganz legales Geschäft. Geld, das ihm zustand, das er sich verdient habe. Und er sagte, helfen Sie mir. Ja. Er verlangte nichts Besonderes. Ein Versteck wollte er. In diesem Versteck bleiben, bis ich alles beruhigt habe. Er sagte, Sie tun nichts Unrechtes. Sie helfen keinem Verbrecher. Da haben Sie ihm geholfen. Ja. Es war nichts Besonderes. Ich habe von meinen Eltern einen Schrebergarten mit einer Laube, in der man auch übernachten kann. Wo ist das? Ich kann es Ihnen zeigen. Sie haben das gewusst? Ja. Bravo. Machen Sie auf! Kriminalpolizei! So, Kriminalpolizei. Ja, was wollen Sie? Wie heißen Sie? Koller. Josef Koller. Ich habe ein Recht, hier zu wohnen. Der Besitzer hat mir das erlaubt. Der Sass heißt, der hat mich hierher gebracht. Uns auch. Stefan? Ja? Was machen Sie da? Das ist mein Koffer. Geben Sie den Koffer her. Wir wollen ja nur mehr nachsehen. Das ist mein Geld. Das können Sie mir nicht wegnehmen. Ich muss Sie festnehmen, Herr Koller. Aber, Herr Koller, Sie hatten doch ein Zimmer im Hotel Bender. Ja, aber das leugne ich ja gar nicht. Ja, aber in dem Zimmer ist ein Toter gefunden worden. Ja, ich weiß, habe ich gehört. In der Zeitung gelesen. Erschossen. Ja, erschossen. Und zwar der Mann, den Sie mit raufgenommen haben. Ja, weiß ich. Weiß ich, ich kenne ihn ja. Ich habe ihn auf der Straße kennengelernt und mit raufgenommen. Ja, wissen Sie, wie er heißt? Pöhlmann. Ja, warum haben Sie den mit raufgenommen auf Ihr Zimmer? Er wollte baden. Er hat mich gefragt, haben Sie ein Badezimmer in Ihrem Hotel? Habe ich gesagt, ja, natürlich, baden können Sie. So viel Sie wollen, dann kriegen Sie auch einen Schnaps. Was hatten Sie denn für eine Absicht? Absicht? Was für eine Absicht? Ich hatte gar keine Absicht, habe ich mit dem Mann angefreundet. Ach, Koller, mit einem Obdachlosen. Ja, und? Na ja, gerade deswegen hat er mir ja leid getan. Das ist vielleicht verboten? Ist es verboten, mit jemandem Mitleid zu haben? Bitte schön, ist es verboten, mit irgendjemandem auf dem Zimmer Schnaps zu trinken? Na, sicher nicht. Aber Sie hatten eine ganz bestimmte Absicht. Welche denn? Können Sie mir das sagen? Ja, warum haben Sie den Mann allein gelassen? Weil ich weg musste. Haben gesagt, bleiben Sie hier. Legen Sie sich hin, ruhen sich aus, hören Sie ein bisschen Musik und wohin so. Sind Sie gegangen? Ein Geschäft abwickeln. Über 500.000 Bar. Ja, na und? Kann ich dafür, wenn Sie solche Geschäfte nicht gewöhnt sind. Bei mir ist das was anderes. Ich mache sie oft. Solche Geschäfte noch ganz andere. Bei mir? Mir wollen Sie nicht sagen. Nein. Muss ich mehr sagen? Gibt es jemanden, der das Geld vermisst? Haben Sie jemanden, der sagt, das ist mein Geld? Haben Sie den? Gegen 20 Uhr kamen Sie dann ins Hotel zurück. Ja. Ja, und zwar eine ziemliche Aufregung. Und warum? Weil ich verfolgt wurde. Ja, ein Wagen fuhr da und hinter mir her. Und als ich vor dem Hotel hielt, da hielt der Mann auch. Ich hatte Angst. Kannten Sie denn den Mann? Nein, aber sein Verhalten machte mir Angst. Ich merkte, dass er nach mir das Hotel betrat, da bin ich gar nicht erst raufgegangen. Weil Sie Angst hatten? Ja, natürlich. Das ist vielleicht verboten. Angst zu haben ist doch ganz klar, wenn man so viel Geld mit sich herumträgt. Wenn Sie so viel Geld mit sich, dann würden Sie auch. Ich bin dann in den Garagenkeller gegangen und von dort auf die Straße und dann habe ich ein anderes Hotel aufgesucht. Und welches? Regina. Ja, 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 können Sie ruhig nachfragen. Josef Koller, geboren 1910 in Prag. Ja, und zur gleichen Zeit wurde in Ihrem Hotel, hier oben im Zimmer, wurde Pöhlmann erschossen. Ja, ja, ich sage ja, habe ich in der Zeitung gelesen.
Aber warum haben Sie sich da nicht gemeldet? Ja, glauben Sie, meine Angst wäre kleiner geworden? So, jetzt muss ich mal eine Pause machen. Also, noch mal von vorn. Na, wie sieht's aus? Nicht gut. Gar nicht gut. Sagt er nichts? Doch, der redet. Aber ich kann nichts anfangen damit. Da habe ich den Mann gesucht wie eine Stecknadel. Jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt kann ich nichts anfangen mit ihm. Dass er Pöhlmann mit auf sein Zimmer genommen hat, das gibt er ja zu. Ja, ja, den habe ich mitgenommen, aus Mitleid. Widerlege ihm das mal. Er hat ihn ja nicht umgebracht. Er hat ihn ja nun wirklich nicht umgebracht. Ich soll ihm jemanden bringen, der das Geld vermisst. Nee, müssen wir laufen lassen. Was meinst du, was der sich für einen Anwalt leisten kann mit dem Koffer voll Geld? Stefan, das sind Geheimdienstpraktiken. Geheimdienst? Die sollen doch machen, was sie wollen. Für mich ist das Mord ordinärer Mord. Heimtückisch geplant. Begangen an einem armen Schwein. Nicht mal Geld für eine Beerdigung ist da. Schröder. Schindler ist da. Hast du den kommen lassen? Ja. Soll raufkommen. So. Jetzt bin ich auf eine fabelhafte Nummer gespannt. Ich muss Ihnen gratulieren. Ja, wozu denn? Na, Sie haben doch Koller. Ja, ja, ich habe Koller. Nett, dass Sie mich verständigt haben. Na, ich dachte, Ihnen liegt daran, Ihr Geschäft mit ihm zum Abschluss zu bringen. Natürlich. Wie fühlt er sich? Fragen Sie mal. So, komm. Schön Platz. Schön Platz. So, ich bin dann ins Regina gegangen. Ist das verboten? Guten Abend, Herr Koller. Guten Abend, Herr Schindler. Sie haben mich in Angst und Sorge gestürzt. Ich habe mich natürlich gleich am nächsten Morgen erkundigt und der Oberinspektor hat mir alles Nähere gesagt. Ein Tod in Ihrem Zimmer und Sie selbst verschwunden? Ja, ich fühlte mich verfolgt, wissen Sie, und mit Recht, wie die Ereignisse beweisen. Ich habe ein bisschen den Kopf verloren. Was Ihnen niemand übel nehmen kann. Wie fühlen Sie sich jetzt? Oh, danke schön, nicht besonders. Ich lasse Ihnen etwas Zeit für die Sache, die uns beide anbelangt. Allerdings nicht zu lange. Sagen wir morgen? Morgen. Morgen Nachmittag um 3 bei mir in der Pension? Na, ist gut. Schön. Gute Nacht, Herr Koller. Nacht, Herr Schindler. Schindler. Bitte sehr. Sehr freundlich, dass Sie an mich gedacht haben. Das war mir selbstverständlich. So, ja, was werden Sie mit ihm machen, wenn Sie ihn hier behalten? Nein, ich kann ihn gar nicht hier behalten. Ach so, ja. Er ist in keiner sehr guten Verfassung. Nein, das ist er wirklich nicht. Wäre es nicht vielleicht das Beste, na ja, Sie würden ihn zu seiner Frau bringen? Tja, Hotel wäre sicher nicht gut. Ja, es wäre das Beste. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, gute Nacht. Jetzt, komm. Jetzt gehen wir gestern. Hm? Jetzt habe ich ihn. Was denn nun? Die Sache mit Pöhlmann tut mir leid, aber das können Sie mir nicht in die Schuhe schieben. Sie müssen mich doch gehen lassen. Ja. Eben. Aber überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Sie wissen, wer Pöhlmanns Mörder ist. Wie können Sie sowas behaupten? Ich habe doch keine Ahnung, das will ich doch sagen.
Sie können gehen. Wenn Sie mir Gefallen tun, kann ich den Koffer über Nacht bei Ihnen lassen. Der natürlich. Lass ihn morgen früh abholen. Mhm. Dankeschön. Wohin wollen Sie denn jetzt? Wohin? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Hotel. Obwohl, Hotel. Sie haben doch eine Frau. Hä? Ja, und eine Tochter. Ja, natürlich. Sie müssen noch ein Einsehen haben. Wir fahren Sie hin. Danke. Ich kann meine Frau verstehen, wissen Sie. 20 Jahre habe ich mich nicht gemeldet. Ich wollte schon, aber ich konnte nicht. Ich war immer in irgendwelchen Zwangslagen da, aus denen ich nicht raus konnte. Den Absprung habe ich nie gefunden, den Absprung. Nie. Ist der Wagen bereit? In 2 Minuten. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Ich kann sich da verlassen. Ich kann ganz sicher sein. Ich sage nichts. Thank you.